Eveline Wild zeigt heute Apfelradeln mit Sabayon. Für den Weinbackteig eiklar mit Zucker und einer Prise Salz cremig aufschlagen. Wein, Öl, Eidotter, Vanillezucker, etwas Zitronenschale und Mehl schnell verrühren. Und unter den Eischnee heben. Die Äpfel schälen. Das Kerngehäuse ausstechen. Und in etwa 2 cm breite Ringe schneiden. Die Äpfel durch den Teig ziehen. Und ins etwa 160 Grad heiße Fett gleiten lassen. Beidseitig goldgelb frittieren. Dann herausnehmen. Und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Für das Sabayon Weißwein, Zucker und Eier miteinander verrühren. Und einige Minuten über Dampf aufschlagen. Die warmen Apfelspalten mit Staubzucker bestreuen. Gemeinsam mit Preiselbeeren anrichten. Und mit dem Sabayon übergießen. Mit etwas Minze garnieren. Gutes Gelingen beim Nachbacken.